In unseren Gärten wollen wir ja so viel ernten wie möglich. Ist ja auch logisch, wir investieren auch sehr viel Zeit in die Vorzucht, natürlich auch sehr viel Liebe und auch Ressourcen. Und da ist es auch umso schlimmer, wenn dann irgendein Kohlweißling, eine Wühlmaus, eine Schnecke oder auch andere Schädlinge kommen und unsere Pflanzen gnadenlos vernichten. Gift möchte man da nicht unbedingt einsetzen. Gibt auch natürliche Hausmittel bei vielen Sachen, aber da muss man auch mal stetig dabei sein. Stetig sprühen auch zum Beispiel morgens und abends. Kostet natürlich auch sehr viel Zeit und Energie, manchmal auch nicht von Erfolg getragen. Wie ich auch schon immer sage, ist es wichtig, ein natürliches Gleichgewicht aufzubauen. Und das können wir mit Mischkultur erreichen und mit folgenden Blühpflanzen können wir das auch hier erreichen. Ringelblumen produzieren einen Duft, der abschreckend wirkt. Außerdem werden auch Nützlinge mit angezogen, wie zum Beispiel Marienkäfer oder auch Schwebfliegen. Die Kapuzinerkresse habe ich auch sehr schätzen gelernt, weil das eine sehr schöne Ablenkungspflanze zum Beispiel bei Blattläusen ist oder auch für die weiße Fliege. Die tummeln sich dann um die Pflanzen da sehr herum und die anderen Pflanzen in der Nähe, zum Beispiel Kohlpflanzen bei der weißen Fliege, die werden dann verschont. Außerdem, wer eine etwas schärfere Note im Salat möchte, Kapuzinerkresse ist auch hier eine wunderbare Option. Die Liste hat es auch ein Wildkraut geschafft, nämlich die Schafgarbe, dessen intensives Geruch auch Schädlinge abwehren kann. Zum Beispiel in der Nähe von den Kohlpflanzen hast, wirkt es auch wieder irritierend für den Kohlweißling, weil der den Kohlgeruch nicht so richtig wahrnimmt. Außerdem lockst du wieder hier sehr viele Nützlinge an, wie beispielsweise wieder den Marienkäfer, die Schwebfliege oder auch andere Wildbienen. Dann geht es weiter mit der Zitronenmelisse, dessen Zitronenduft auch wieder Blattläuse, Mücken und auch andere Fliegen mit abwehren kann und auch hier wieder gute Nützlinge für uns im Garten mit ranlockt. Ich bin seit Jahren ein sehr großer Fan von der Tagetes. Einfach hier zwischen den Zucchinis jetzt hier mit reingesetzt. Einfach als Ablenkung für die Schnecken. Da gehen die sehr gerne hin, bevor sie an meine Zucchini zum Beispiel geht. Und das weitere Besondere an der Tagetes ist, sie lockt Nematoden über ihre Wurzeln an. Und die Blüten sind auch wieder wunderbar für die Bienen. Tagetes, top. Und kann man auch essen. Hier sind wir jetzt bei meinem Erdbeerbeet und ganz klassisch die Kombination Knoblauch und auch Erdbeeren unterstützen sich wunderbar gegenseitig, zum Beispiel, dass die Erdbeeren nicht so schnell Mehltau bekommen. Nichtsdestotrotz Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Schnittlauch, also die ganzen Zwiebelgewächse haben hier besondere ätherische Öle, beispielsweise das Allicin, was auch hier sehr viele Schädlinge mit abwehrt. Zum Beispiel gibt es ja auch diese berühmte Mischkultur Zwiebeln und Karotten, einfach aus dem Grund, weil die Zwiebeln mit ihrem Geruch die Möhrenfliege beispielsweise abwehren. Und diese Gerüche können auch zum Beispiel Blattläuse abwehren. Ich bin auch ein großer Fan von den klassischen Küchenkräutern. Nicht einfach aus dem Grund, weil sie gut schmecken, sondern einfach, weil sie wunderbar riechen. Klingt zwar komisch, ist aber so. Okay. Er halt mit seinem Geruch auch sehr viele Nützlinge mit anlocken kann, beispielsweise Marienkäfer, die auch dann bei euch im Garten für ein Gleichgewicht sorgen. Majoran hat auch einen sehr starken Geruch, genauso wie dieses mehrjährige Kraut. Thymian, ich auch nur jedem empfehlen kann, hat sehr viele ätherische Öle und auch dieser intensive Geruch kann zum Beispiel auch hier Blattläuse und Ameisen fernhalten. Man kann ihn auch ansetzen für Tees, wenn man etwas für seine Gesundheit tun möchte. Noch ein sehr wichtiger Praxistipp von mir, lasst eure Kohlpflanzen ausblühen. Das sind wunderbare Ablenkungen für den Kohlweißling. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Kohlweißling dann mehr seine Eier unter den Blühkohlpflanzen ablegt, anstelle die Jungpflanzen, die ich neu gesetzt habe. Basilikum darf in dieser Liste auch nicht fehlen. Ich rieche sehr gerne an dem Basilikum. Einfach nur wunderbar, muss ich sagen. Und auch hier dieser Geruch tut auch sehr viele Schädlinge mit abwehren. Die werden auch wahrscheinlich von dem Geruch wieder irritiert. Kann man super als Unterbepflanzung zum Beispiel bei den Tomaten nutzen oder allgemein Pflanzen, die vielleicht etwas mehr ranken, beispielsweise auch bei Gurken. Wenn man die zum Beispiel eintriebig kultiviert und irgendwo hoch anbildet, kann man die ja unten drunter einfach mal so mit pflanzen. Kann man immer wieder ernten. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Basilikum, wie ich jetzt hier in einem Topf habe, kann man eigentlich das ganze Jahr unendlich viel ernten. Man tut einfach immer wieder nur die oberen Spitzen abtrennen und dann tun sie sich immer weiter verzweigen und weiter wachsen. Also wunderbare Möglichkeit. Man muss einfach nur beachten, wenn man die im Supermarkt kauft, dass man die in einen viel größeren Topf reinsetzt, weil die armen Pflanzen einfach viel zu eng stehen. Sonst, was man auch hier noch sehen kann, wo ich meinem Vater sehr dankbar bin, ist der Lavendel, den ich auch nur jedem empfehlen kann. Auch eine wunderbare Mischkultur.
Pflanze wehrt Motten ab, diese ätherischen Öle, diese Dufte, tut auch zum Beispiel den Kohlweißling mit irritieren oder abschrecken, wahrscheinlich auch Läuse noch mit abwehren. Also auch hier Lavendel, wunderbar für Schmetterling, Wildbienen oder auch das Taubenschwänzchen. Das waren jetzt nur einige Pflanzen, die ich erwähnt habe. Am besten, du schaust im Internet noch nach vielen weiteren Pflanzen und dessen Eigenschaften. Es gibt eine Fülle davon. Wichtig dabei ist einfach nur Mischkultur statt Monokultur und ihr habt einfach immer weniger Probleme mit Blattläusen, mit Schnecken, irgendwelche anderen Schädlinge. Wer ein Gleichgewicht schafft, ihr werdet auch viel mehr ernten, weil ihr viel mehr Nützlinge wie beispielsweise Schmetterlinge oder auch Bienen bei euch in die Garten mit ranlockt. Ihr werdet einfach mehr ernten und weniger Arbeit haben und könnt eure Zeit dann viel sinnvoller nutzen und müsst euch deshalb nicht aufregen. Von daher nochmal mein Appell, Vielfalt statt Monokultur. In diesem Sinne werde ich hier noch an der Seite zwei weitere spannende Videos verlinken, die dich auch im Gartenleben weiter voranbringen können. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.